Noch ist nicht geklärt, ob und wie und wann sich Klimaaktivisten, die sich auf der Straße festkleben, strafbar machen. Das erfordert eine Beweisaufnahme, das erfordert eine genaue Prüfung des Einzelfalls, das erfordert detaillierte Feststellungen. In Bayern ist das anders. In Bayern sitzen Klimaaktivisten in Haft, nicht für das, was sie getan haben, sondern für das, was sie noch tun könnten. Die Klimaaktivisten sitzen nicht in Strafhaft, sie sitzen auch nicht in Untersuchungshaft, dafür reicht nämlich die Rechtslage nicht aus. Sie sitzen in Vorbeugehaft. Eine solche Vorbeugehaft gibt es auch in anderen Bundesländern. Aber nirgendwo anders kommt man so schnell und so lange in Vorbeugehaft wie in Bayern. Der bayerische Staat will verhindern, dass die Aktivisten noch einmal kleben. Rechtsgrundlage dafür ist ein Gesetz zur effektiven Überwachung gefährlicher Personen und die Vorschriften des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes, die auf dieser Basis geändert worden sind. Die CDU-CSU will ja auch das Strafrecht gegen die Klimaaktivisten verschärfen. Sie will die Klimaaktivisten schärfer und härter bestrafen. Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenvorsitzende im Bundestag, schwadroniert ja sogar dümmliches Zeug von einer drohenden Klima-RAF. So ein Reden ist perfide. Die Vorbeugehaft ist es auch. Sie ist unverhältnismäßig. Sie riecht nach politischer Haft. Politische Auseinandersetzungen führt man auf diese Weise nicht. Das ist Rechtsmissbrauch. Wenn sich die Klimaaktivisten aus Protest gegen diesen Rechtsmissbrauch an der Tür des Innenministeriums festkleben sollten, dann sollte der Innenminister sie nicht verhaften lassen, sondern mit ihnen reden. Und wenn die Klimaaktivisten sich an den Toren des Gefängnisses in Stadelheim festkleben, ist das keine Straftat, sondern ein Ausdruck der Solidarität mit den Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten hinter Gittern in Stadelheim.